Ich sah die Greenpeace Queen, grün und geizig von Wien bis Leipzig. Der Kellner im Mitropa-Speisewagen war jung, blond und ungeschickt. Seine Klumsigkeit versetzte ihn in namenlose Wut. Verschwand er im Küchenverschlag, hörte man mühsam unterdrückte Flüche und das Splittern von Geschirr. Der Anlass seiner Galligkeit war, abgesehen davon, dass er arbeiten musste, wo andere sich lümmelten, nicht ersichtlich. Niemand war so unhöflich, seine Laune zu kommentieren oder Nachforschungen über eventuelle Gründe anzustellen. Speziell ein besonders warmherziger Ton hätte ihn erst recht beleidigen und seine Raserei noch steigern können. Kaum wagte man, ihn mit einer Bestellung zu behelligen. Zwar versuchte der junge Mann in diesem seltenen Fall, sich zusammen und sie halbwegs freundlich entgegenzunehmen, doch die Blitze aus seinen blauen Augen straften seine bröckelige Fassade Lügen. Eine Aura von Grrr und Rühr mich nicht an umschloss ihn. Er wusste, dass er alles falsch machte, und er wusste, dass alle anderen das auch wussten. Gerade weil niemand ihn kritisierte oder etwas Fieses sagte wie, Sie nennen es Dienstleistungsgewerbe, aber es ist nur Deutschland. Er befand sich im Zustand der Unwucht, der aber nur von relativ kurzer Dauer sein würde. Entweder würde er den Job quittieren oder bald gelernt haben, seinen Turn zu machen, cool und durch nichts aus der Fassung zu bringen, nicht mehr ganz so spack und schlank wahrscheinlich, sondern auch äußerlich der ruhigen Kugel ähnlich, die er dann schieben würde. Es war ein Bild, auf das er und die Umwelt sich freuen durften. Ich aber hoffte für ihn, er würde schon an diesem Tag die Arbeit hinschmeißen und nicht nur die Teller. Diese Entscheidung aber konnte ich nicht abwarten und riskierte eine Bestellung. Einen Kaffee wollte ich trinken, aber nicht den Mitropa-Kaffee, der die Schrecken des Ölwechsels heraufbeschwört und der an der Mageninnenwand immer so seltsam krabbelt, sondern versuchsweise den in der Karte ebenfalls ausgewiesenen Schümli-Kaffee. Was denn Schümli zu bedeuten habe, fragte ich mit einer Freundlichkeit, die aufgesetzt genug war, um selbst in Wien nicht aufzufallen. Kolbenpressung, schnauzte mich daraufhin der Jüngling an. Es klang wie Kolbenfresser und Erpresser gleichzeitig. Mir war das egal, am helllichten Tag durchs Land kutschiert werden, in angemessenen, langweiligen Tageszeitungen blättern und dabei massenhaft Raum für entsprechende Notizen haben, das war doch gut und ein schönes Müßiggängerleben, in dem auch ehrlich empfundenes Mitgefühl für alles Volk ohne Raum für Notizen noch reichlich Platz fand. In Gedanken an den zu erwartenden Kaffee, innerlich bereits zum Wein übergehend, bekam ich Zuwachs. Eine mittlere Dame setzte sich zu mir an den Tisch. Sie war um die 40 und alles andere als unansehnlich, dabei aber so demonstrativ naturbelassen, dass sie das Greenpeace-Magazin gar nicht hätte mit sich führen müssen, um mühe- und zweifellos als ökologisch engagierte Person identifiziert zu werden. Sie bestellte einen Käsekuchen und fragte, ob sie meine Taz leihen könne. Nur zu nickte ich und frohlockte. Ich würde mich doch nicht um die Chance bringen, die typischste aller Taz-Leserinnen bei der Lektüre der Taz zu beobachten. Gab aber gar nichts zu gucken. Bald schon legte sie die Taz zur Seite und griff stattdessen zur Zeitschrift Kommune, die sie ebenfalls dabei hatte. Sie las sich regelrecht fest. Wer wie ich das Blatt einmal aus beruflichen Gründen hat lesen müssen, kann sich darüber nur wundern. Publizisten etwa, die während des Kriegs in Jugoslawien nicht nach der Bombardierung Serbiens schrien, wurden in der Kommune quasi als Serbenliebchen hingehängt. Gegner belegte Herausgeber des Blattes, ein Herr Schmierer, gern mit der Bezeichnung Idiot, ohne seinen Leserinnen und Lesern dabei den Luxus eines Arguments zu gönnen. Ob er als Grüner zu geizig dazu ist? Ob er Leuten, die freiwillig seine Artikel lesen, nicht zutraut, einem Gedanken folgen zu können? Oder fürchtet Schmierer ganz banal die Aufdeckung des einzigen Geheimnisses, zu dem er es Zeit seines Lebens gebracht hat, dass er nämlich mit Vornamen nicht, wie er angibt, knuffig und dufte klingend Joscha heißt, als wolle er seinen für einen Zeitungsmann tatsächlich recht ungünstigen Nachnamen ausgleichen, sondern ganz popelig Hans Gerhard? Möglicherweise, sinnierte ich, hatte Schmierer ja auch Max Golds Kolumnen in der Titanic gelesen, in der Gold die Überlegung anstellt, ein interessant tönender Name,
verweise sehr wahrscheinlich auf die substanzielle Uninteressantheit seines Trägers. Was wiederum besonders pikant ist, da ja Max Gold, der zu öffentlichen Werbezwecken den Slogan Max Gold, ein Name wie ein Peitschenhieb, verwendet, eigentlich Matthias Ernst heißt. Und Schmierer denkt nun, alles käme auf. Hat Hans-Gerhard Schmierer Angst? So munter ging es zu in meinem Kopf, während ich der Greenpeace-Queen, wie ich sie mittlerweile bei mir getauft hatte, beim Lesen zusah. In den 70er Jahren war Herr Schmierer noch als Maoist durchs Land geeiert und hatte allerlei verkündigt, genauso wie seine Parteigängerin Frau Vollmer, die ihre spätere, das heißt heutige Existenz als Bundestagsvizepräsidentin nicht als Indiz ihres Ehrgeizes und ihrer Anpassungsfähigkeit ansehen will, sondern sie ausschließlich als Beleg einer angeblich auch von ihr ganz persönlich gründlich zivilisierten Gesellschaft ausgibt. Wer die Bielefelder Theologin Antje Vollmer je öffentlich hat sprechen hören, der weiß, dass die Gründung der Grünen eines der größten ästhetischen und intellektuellen Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte war. Die Greenpeace-Queen verlangte zu zahlen. Sie warf dem Kellner ein 5-Mark-Stück hin. Dessen Autismus wich blankem Unglauben. Soll das für mich sein? Fragte er, von seiner eigenen Fassungslosigkeit zur Raison gebracht, beinahe tonlos. Sie können den Rest behalten, beschied ihm die Frau in der hochnäsigen Art, die sie als Vertreterin sowohl des klassischen als auch des alternativen autoritären Charakters auswies. Sich gegenüber Leuten, die sie als subaltern eingestuft haben, herablassend benehmen und das als antiautoritäres Verhalten verhökern, dazu sind grüne Bürgerinnen und grüner Bürger wohl in der Lage. Und legen sich entsprechend devot und handsam den Schlawinern und Qualleimern vor die Füße, die bei ihnen die Säulenheiligen abgeben. Also zum Beispiel Rudolf Steiner, Rudolf Barrow und Hans-Rudolf Küng. Der Kellner immerhin akzeptierte das Trinkgeld nicht und rettete so sein Gesicht. Wortlos legte er das ihm zugedachte 50-Pfennig-Stück auf den Tisch. Dort verblieb es ein paar Minuten, bis die Greenpeace-Queen es sichtlich erleichtert wieder an sich nahm. Ihre Knickerigkeit war noch größer als ihr Bedürfnis, jemanden zu demütigen, von dem sie immerhin annehmen durfte, er werde sich nicht wehren. In Magdeburg, einem der unseligsten Orte, den die Menschheit je zusammenklempnerte, stieg sie aus. Und während ich dachte, Magdeburg, das gönne ich dir. Und zwar im beiderseitigen Sinn, lächelte ich ihr zum Abschied freundlich zu.